Ja, moin Leute, herzlich willkommen zur Folge 4 hier beim Flughafen oder Airport Simulator 2015. Und ja, wir haben schon in der letzten Folge, ach scheiße, die Aufgabe ist hier die ganze Zeit am runterlaufen. Ich habe jetzt gerade eine Pause, eine Minute, mir einen Kaffee gemacht und so weiter und so fort. Da müssen wir uns mal ein bisschen beeilen, gut, dass ich hier nicht ganz AFK gegangen bin. Also einweisen und betanken. Ich schätze das Einweisen, ja, hier in dem Fall muss es natürlich zuerst gemacht werden. Wäre ein bisschen unpraktisch, wenn wir das Flugzeug dort hinten betanken, wo es steht. Auf dem Rollfeld quasi noch. Deswegen, und ich fahre hier wirklich immer geradeaus drüber. Ich meine, bah, das geht doch deutlich schneller. Und wir wollen ja hier auch so viele Achievements mitnehmen, wie es geht, aber keine 100 Folgen machen, weil so spannend ist es dann auch nicht und so unterschiedlich. Das muss man wirklich mal sagen. Aber gut, es werden noch viele Aufgaben kommen mit den EP. Wenn wir immer mehr EP bekommen, dann bekommen wir natürlich neue Ränge, neue Fahrzeuge, neue Aufgaben automatisch auch. Und ja. Ja, dann kommt uns hier ein Flugzeug entgegen. Ich wollte gerade sagen, der ist doch noch so weit weg. Mann, Mann, Mann. So, das ist aber ein großer. Der ist aber groß. So, der geht hier vorne rechts hin. Da sind wahrscheinlich, hier sind wahrscheinlich dann auch eher die größeren. Ah, geht nicht rechts hin. So ein Blödsinn. Geht doch erstmal ein Stück geradeaus und dann gleich rechts. So, Flugzeug folgt uns. Und dann können wir den Kollegen gleich einmal betanken. Und ich weiß gar nicht, sind wir da jetzt gegengefahren? Nein. So, hat er uns rechtzeitig noch gestoppt. So, betanken. Ich muss überlegen, ich glaube hier, ne? Jawohl. So, wer hat ihn jetzt hier hingestellt? Keine Ahnung. So, ein bisschen die falsche Richtung gehabt. So, dann fahren wir mal unter die Triebwerke, da ist nämlich der Tank. So, die Plattform einmal nach oben. Und dann links, links. Rechts, rechts. Und das geht ja immer relativ zügig. Da muss man auch, finde ich, gar nicht großartig irgendwie Upgrades kaufen. Ich meine, das geht ja schon so schnell. Und dann haben wir die Aufgabe auch abgeschlossen. Ja, und noch zwei Aufgäbelchen bis zum nächsten Rang. So, gucken wir mal. Letzter Aufruf zum Boarding. Da müssen wir jetzt mal zusehen. 4 Minuten 50. Einweisen, Vorräte auffüllen. Auch hier muss das Einweisen zuerst erfolgen. So, der ist aber, ist der so klein? So ein kleines Flugzeug. So, wenn wir hier zwischen den gelben Linien fahren, dann sollten wir auch sicher sein. Weil das sind ja die Linien, wo die Flugzeuge dann drauf rollen. Ja, und das nächste ist wieder so ein kleiner Privatjet. Oder so eine Chartermaschine.
Ach komm schon. Jetzt haben wir es. So. 191 Meter. Das ist ja schnell gemacht. So, wir müssen uns hier mit der Aufgabe auch ein bisschen beeilen, denn das Boarding soll ja gleich stattfinden. So, und dann müssen wir Vorräte auffüllen. Das ist hier. Dass die immer so nah an den Dingern parken, an den Wänden parken müssen. Ah ja, genau, der kleine, war ja nur ein kleines Flugzeug, was wir eben hatten, das geht dann wieder sehr schnell. Na? Sehr gut. Und dann haben wir die nächste Aufgabe fertig. So, mal gucken, was wir uns als nächstes rauspicken, ob da wieder irgendwas ist, wo ein Timer ist. Oh Mensch, 2000. Das hat sich doch mal gelohnt. Aber EP hat es jetzt keine gegeben hierfür. So, gibt wahrscheinlich nicht. Nee, Erfahrung gibt es hier auch nicht. Frechheit. Karrieremission. Karrieremission. Zufallsmission. Ach, guck an. Hahaha. Ja, dann werden wir jetzt nur noch Karrieremissionen machen, ne? Das wäre ja schön blöd, wenn wir hier die EP nicht mitnehmen. So, wir wollen ja auch vorankommen, ne? Na klar. So, Schneeräumen einweisen ist egal, was zuerst. Weil wir eben so viel eingewiesen haben, machen wir mal das Schneeräumen. Dann können wir uns schon mal den Flieger schon mal anschauen, mit dem wir es gleich zu tun bekommen. Da man nicht viel sieht, ist es wahrscheinlich auch wieder ein relativ kleiner. Oder kommt der da gerade erst? Oder ist das ein anderer? Nein, das ist ein anderer. Der schafft es auch ohne eingewiesen zu werden zu uns. Nee, gar nicht. Der steht hier jetzt wahrscheinlich gleich und wartet. Ach Quatsch. Wir sind ja jetzt, haben wir jetzt erstmal hier das mit dem Schnee. Dann ist das hier der Kollege, der darauf wartet, eingewiesen zu werden. Ja, fahr doch einfach deinem Kollegen hinterher. Sollte doch eigentlich machbar sein, ne? Naja. Ach, zurücksetzen. Ach, guck an. Auch interessant. Wenn man mal meint, ach, man steht hier gerade so weit weg. Hat mich schon gewundert, was das für eine Taste ist. So, und hier liegt mal wieder, optisch gesehen zumindest, eine Menge Schnee. Und vor allem auch relativ hoch, aber es täuscht. Ist auch komisch, ne? Wie viel Schnee hier immer liegt, aber schneit es gar nicht. So, das haben wir. Dann können wir auch hier, zack, Fahrzeug. Ah, das ist mir... Ich lasse es einfach hier stehen. Das ist mir zu gefährlich, weil ich jetzt nicht weiß, weil das immer so roten Signalbalken und so weiter. Deswegen lasse ich es lieber. So, und dann wollen wir den Kollegen nochmal einweisen. Dann düsen wir da mal schnell hin. Mache ich tatsächlich Aufgaben, die uns keine EP bringen. Mensch, nochmal.
nicht aufgepasst und ich habe mich schon gefragt, warum wir hier bei den 500 EP Rest bleiben. Aber so viele Missionen haben wir jetzt auch noch nicht gemacht, deswegen bin ich ganz froh, dass uns das zumindest schon mal in Folge 4 aufgefallen ist. So, also wieder so der Kleine hier, der nicht von alleine fahren kann. So, aha, diesmal geradeaus. Warum auch nicht? Ja, ich weiß gar nicht, kennt ihr das Spiel eigentlich für Android, Airport Mania? Das müsst ihr auch mal spielen, da wird man auch kirre bei. Das ist auch so, wo man Landebahnen zuweisen muss und dann hier und da und alles mögliche. Große Flugzeuge, kleine Flugzeuge, ist auch sehr spaßig. So ein typisches Arcade-Game. So, interessante Route. Hatten wir so in der Form jetzt auch noch nicht. So, den haben wir richtig abgehängt. So, jetzt gibt es auch wieder Erfahrung dazu. Und nach der nächsten Mission werden wir dann befördert. So, das neue Fahrzeug haben wir jetzt schon mal. Bodenstromaggregat. Ja, ich weiß gar nicht, wenn wir hier das ignorieren. Letzter Aufruf, weil das gibt ja keine EP, ne? Was sollen wir uns damit abfinden? So, einweisen, Stromversorgung, Schneeräumen. Alles klar. Ich würde sagen, wir fangen mit den Einweisen an, weil ich jetzt nicht genau weiß, ob das hier mit dem Timer war. Das Schneeräumen können wir danach immer noch. Und danach machen wir dann die Stromversorgung. Das wäre dann eine Premiere. Ja, die kannst du ja nicht eben an die Steckdose fliegen, die Flugzeuge. Da muss das der Strom dann zu den Flugzeugen kommen. So, und das ist mal ein größerer Flieger. Meine Herren, das ist mal ein Vogel. Mann, Mann, Mann. Das ist wahrscheinlich sogar der größte hier. Im Spiel. Ich weiß nicht, vielleicht sind die Transportflugzeuge noch größer, aber das werden wir noch herausfinden. So, 300 Meter. Ja, machen wir mal ein kleines Wettrennen. Mal gucken, wie weit wir wegkommen von dem. So, jetzt geht der erst in Bewegung und wir kommen immer weiter weg. Ja, wobei, jetzt holt er uns wieder ein, ne? Jetzt holt er uns wieder ein. Also, macht kein Wettrennen mit einem großen Flieger. Oh Gott, komm nicht zu nah. Hilfe. Ich kann ihn leider nicht sehen. Ich sehe nur den Flieger, den Flügel. Ach, scheiße. Und jetzt haben wir was verpasst. Kommt davon. Der denkt sich auch, oh, immer diese scheiß Praktikanten hier, was machen das, was soll das? Wir als hochbezahlte Piloten haben doch keine Zeit für sowas. So, und jetzt sind wir ihn aber davon gefahren. Jetzt holt er wieder auf. Naja. Gut, so. Und dann machen wir auch ausnahmsweise nochmal die Stromversorgung. Das ist dieser hier. So, fahren wir mal hin.
Und dann wollen wir uns das mal anschauen. So, neben die Kabine. Wahrscheinlich muss der Pilot sein Smartphone aufladen oder sowas. Nein, du musst nicht grün werden. Alles gut. Ich fahre auch gerne nochmal ein anderes Mal. Ein anderes Mal ran. So, nee, das ist falsch. Müssen wir hier mal... Ach komm, Kollege, was... Muss denn der Akku da einfach nur rein, oder... So, machen wir nochmal. Oder vielleicht das Führerhaus. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. So, die lassen sich auch so richtig geil lenken und steuern. Aha, okay. So, ziehe das Stromkabel zur Öffnung. Mhm. Ach, guck mal, hier hat sich jemand verewigt. STLHOE. Aha, ja, das war's schon. Interessant. Ja, also, das Schneeräumen machen wir dann in der nächsten Folge. Wobei, scheiß drauf, machen wir jetzt. Sonst läuft uns die Zeit da wieder davon. Und ja, wenn ihr auch Bock habt, dieses Spiel mal zu spielen, ja, kein Problem. Könnt ihr machen. Ihr könnt es euch einmal selber kaufen. Da habe ich einen Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr das Spiel relativ günstig finden. Und wenn ihr das Spiel gewinnen wollt, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, am Gewinnspiel teilzunehmen. Ich mache hier ja bei so gut wie jedem neuen Spiel, gebe ich euch ja die Chance, da das Spiel zu gewinnen. In diesem Fall ist es ein Key für Steam, den ihr gewinnen könnt. Und dort müsst ihr einfach nur in der Videobeschreibung auf den Link Gewinnspiel gehen. Und dort kommt ihr dann zu Part 1. Und wenn ihr dort einen Kommentar hinterlasst und einen Daumen hoch gebt, dann seid ihr in der Verlosung mit dabei. Und das Ganze wird so in ungefähr 10 Tagen dann ausgelost und der Gewinner bekommt den Key. So, jetzt sind wir hier auch beim Schnee. Das machen wir mal schön weg alles hier. So viel liegt aber auch nicht. Ich freue mich schon auf die großen Schneeschieber. Mit dem Planierschild. Und der natürlich auch die Fräse. So, Schnee ist fertig. Und damit sind wir auch eine Stufe aufgestiegen. Wir sind jetzt, Achtung, Fluglotse. Juhu. Ja, eigentlich wäre man als Fluglotse ja jetzt total unterbezahlt natürlich, sonst würden die ja nicht so häufig streiken und nicht mehr hier auf dem Rollfeld unterwegs, aber nein, wir sind trotzdem noch auf dem Rollfeld, also macht euch da mal keine falsche Hoffnung. Wir haben ein neues Fahrzeug freigeschaltet und ich denke mal, wir werden dann uns in der nächsten Folge wiedersehen. Ich sag danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge und wenn es euch gefallen hat, sehr gerne auch hier einen Daumen hoch da lassen. Vielen Dank dafür und bis dann. Schönen Samstag noch.